So, guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zum letzten Mal vor den Weihnachtsferien von Alpro. Ich versuche das mal jetzt hier. Wow, funktioniert super. Heute nur als kleines Bild in Zoom. Auf YouTube sollte ich als Vollbild zu sehen sein. Ja, obligatorische Frage, hört ihr mich? Jo. Cool, dich höre ich auch. Perfekt. Ja, heute geht es um eure Fragen. Also quasi alles das, was ihr bis jetzt gehört habt. Da könnt ihr uns Fragen zu stellen. Und wir versuchen, die so gut es geht zu beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar kommen, wo wir nicht direkt eine Antwort haben, aber die werden wir natürlich nachliefern. Deswegen ja, schreibe ich mir das alles schön mit und werde das dann noch nachreichen, falls wir das nicht machen können. Nicht heute behandeln können. Genau. Dafür gibt es bei Zoom die Q&A-Section. Ansonsten hebt die Hand, dann könnt ihr reden. Ich werde das auf YouTube, nachdem es aufgezeichnet ist, also es wird nicht aufgezeichnet, ich werde es direkt privat stellen, das heißt, ihr werdet da nicht zu sehen sein, nachdem der Livestream zu Ende ist. Und dann gucke ich mal, wenn da sehr interessante Sachen dabei sind, die relevant für alle sind, dann würde ich das Video noch ein bisschen schneiden, dass die Fragen rausgeschnitten sind, wenn man euch hört. Und dementsprechend einfach die Fragen einblende auf den Slides. Dafür sind die ja da. Oder einfach da mute. Genau, also fragt im Q&A. Ansonsten hebt die Hand, dann könnt ihr auch mit uns reden. Ist auch mal ganz schön, wenn die Interaktion ein bisschen menschlicher stattfindet. Deswegen macht's, wie ihr es am liebsten habt. Stellt die Fragen und Alex und ich versuchen, die zu beantworten. Okay. Ja, werden die Lösungen von den Aufgaben der letzten Wochen nach den Weihnachtstagen hochgeladen? Das kann ich auch noch davor machen, dann mache ich das heute direkt. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, über die Tage noch ein bisschen euch das anschauen. Okay, ich glaube, wir zwei. Jemand aus dem Plenum. Ah, nee, dazu müssen wir doch. Jetzt ist der Diskussionsteilnehmer. Hallo. Hi. Ich habe eine Frage also zu dem Demo-Projekt von den Bäumen, was uns zur Verfügung gestellt wurde. Da wird in der Methode rekursives Löschen wird dann find smallest key benutzt und da verstehe ich, also ich glaube, da wird irgendwas benutzt, was ich nicht kenne oder. Hast du denn den Code? Willst du nicht vielleicht Ja, Screen sharen? ich kann Screen sharen. Das ist bestimmt eine gute Idee, wenn man das sieht, weil sonst sind die Fragen natürlich sehr, sehr schwer. Ich nehme mal das aus dem Projekt direkt und zwar hier, das hier. Weil eigentlich ist das doch ein Boolean, was da zurückkommt. Und also das verstehe ich hier nicht, was das tut. Hast du das mit dem Fragezeichen und dem Doppelpunkt, Ja, ne? genau. Ternary Operator. Und zwar funktioniert das ist sozusagen ein If in einer Zeile. Das ist if das, ne? Dann Ja. return das und else return das. Das ist der Ternary Operator, den gibt es auch in vielen Sprachen tatsächlich. Das ist einfach eine schnelle Schreibweise. Also erstmal brauchst du ein Boolean, ne? Ja. Und dann schreibst du ein Fragezeichen, dahinter kommt der Ausdruck, also irgendein Wert, den das Ganze annimmt, wenn der Boolean true ist. Und als zweites kommt irgendein Wert, den der Ausdruck annimmt, wenn der Boolean false ist. Also im Prinzip könntest du auch schreiben, if node get left, Ausrufezeichen gleich null, return das hier, Ja. return das hier. Ne? Das ist im Prinzip, was hier steht. Okay. So. Weiß nicht, ob wir das besprochen haben. Ich denke nicht. Ich glaube Aber nicht, der kam noch nicht. hm? Der kam noch nicht. Nee, aber das ist auch nichts, was man unbedingt braucht. Das ist ja einfach. Du kannst es auch mit if machen. Ne? Das ist einfach, um es schneller zu schreiben. Genau. Ja, okay. Ja, danke schön. Das war schon die ganze Frage, ne? Ja. Okay. Cool. Ja, dann habe ich tatsächlich noch was vergessen, was ich euch sagen wollte. Und zwar wurde hier im Chat darauf hingewiesen, dass in Artemis ein Dezember-Test, eine Dezember-Testklausur online ist.
Die ist bewusst da, um das System mal zu testen. Die geht, glaube ich, in 10 Minuten los, also um 12:30. Das heißt, wer ist total freiwillig, ist nur ein Systemtest. Wenn ihr gerade nebenbei nichts anderes zu tun habt und den Browser offen habt, geht mal bitte auf Artemis. Dann müsste die Klausur bei euch erscheinen. Und ich gehe mal gerade selbst drauf. Meldet euch dazu an. Also dazu muss man einfach dann dabei treten. Und wir wollen das mal ein bisschen testen, wie das von der Last her funktioniert. Macht es einfach nebenbei. Ihr müsst keine richtigen Antworten machen, richtigen Antworten eingeben. Wollen wir mal gucken, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und falls ihr dann währenddessen Probleme habt, bitte aufschreiben und danach melden, damit wir gucken können, wie gut das funktioniert, ob wir auch irgendwas uns anschauen müssen, was wir zu tun haben, bis die Klausur dann tatsächlich stattfindet. Und auch dazu der Klausur habe ich gestern Diskussionen über den Termin geführt oder um den Termin geführt. Es sieht aus, als wäre die Klausur voraussichtlich, es ist noch kein fixes Datum, am 4.3. Das ist ein Donnerstag, soweit ich weiß. Ich habe es so gelegt, dass die andere Klausur im ersten Semester eine Woche vorher ist. Also ihr habt eine Woche Puffer dazwischen, um das zu lernen, wenn alles so bleibt, wie es voraussichtlich jetzt aussieht. Es kann sich noch ändern, aber sehr wahrscheinlich ist es, dass es genauso bleibt und ihr am 4.3. mit uns gemeinsam die Klausur schreibt. Wir können ja noch bis zum Anfang der Testklausur, die wir gemacht haben, können wir noch besprechen. Hier fragt jemand, der hätte noch mal gerne erklärt, was der Unterschied zwischen Checked und Unchecked Exceptions ist. Ja, der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Exceptions ist, dass je nachdem, welche Art ihr habt, ihr diese Exception auf jeden Fall irgendwie behandeln müsst. Also bei Unchecked Exceptions ist es so, dass ihr die werfen könnt, also in einer Methode werfen könnt, und Java verlangt von euch nicht, also der Compiler verlangt für euch nicht, dass ihr diese Exception behandelt. Also die wird geworfen und dann kann damit passieren, was will. Bei Checked Exception ist es so, dass wenn ihr in einer Methode, die zum Beispiel definiert und werft, also throw new IO Exception ist, glaube ich, eine Checked Exception, dann müsst ihr diese Exception behandeln. Das müsst ihr entweder mit einem Try-Catch-Block machen, um diese Exception rum, oder ihr sagt in der Methodendefinition throws diese Art von Exception und müsst an einer anderen Stelle die Exception fangen. Ich glaube, Alex möchte ein Beispiel machen. Ja, ich denke, ich weiß jetzt nicht, ob das ist natürlich jetzt irgendwie, wenn man das so mündlich macht, glaube ich, schon ganz schön hart. Und ich glaube, das ist auch gerade verdreht. Ich glaube, du hast gesagt, Runtime Exception wäre checked, das ist genau andersrum. Okay, Habe nicht ich von mache mal Runtime My geredet. Egal. Exception. Ne? Also ich mache mal My Exception, also ich erstelle mal selber eine. Genau, wodurch wird eine Klasse zu einer Exception, indem die erbt? Also Extends. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten eigentlich, wovon ich erben kann. Die erste Möglichkeit ist Exception. Dann wäre es eine Checked. Und die zweite wäre von Runtime Exception. Dann ist eine Unchecked Exception. So, was das genau bedeutet, da kommen wir dann wahrscheinlich gleich zu. Ich habe hier mal Java Exceptions gegoogelt. Dann gehe ich mal zu Bilder. Und dann ist hier irgendwo so ein tolles Bild mit Blau und Rot. Das da. Ich will das groß. Ich möchte das jetzt groß hier. Gar nicht. Okay. Kann man das sehen? Ist das von der Größe? Ja, ist okay. Steuerung scrollen, glaube ich, müsste Ja, ich funktionieren. habe keine Maus. Steuerung plus. Vorhin geht nicht. Was ist Steuerung Plus? Ah ja, Steuerung Plus geht. Gut. Ich nehme mal Touchpad. Also hier sieht man die Vererbungshierarchie in Java. Hier, ganz oben steht Throwable. Dann steht hier Exception, Runtime Exception Error. Die Pfeile bedeuten erben. Und alles, was rot ist, ist unchecked. Alles, was blau ist, ist checked. Ne? Also alles, was von Exception erbt, ist checked. Alles, was von Runtime Exception erbt, ist unchecked. So, und normalerweise erbt man immer von Runtime Exception oder Exception. Error sind nur so Sachen, die man nicht recovern kann. Also sowas wie es gibt keinen Speicher mehr oder so. Das machen wir als Entwickler selber, erben wir nie davon. Ne? Und hier, ne? Also blau ist checked, rot ist unchecked. Also wenn man sich nochmal
wenn man wissen will, was was ist, dann kann man sich hier sozusagen drin nachgucken. Aber eigentlich erben wir entweder von Exception oder Runtime Exception. Exception ist checked, Runtime Exception ist unchecked. Ne? Genau. Jetzt haben wir eben halt hier Code und da geht irgendwas schief. If, ja, machen wir jetzt mal ein bisschen konstruiert, oder? If irgendwas schief, gleich true, machen wir einfach mal. Also irgendwas ist schief gelaufen, ne? Und machen wir jetzt mal hier ein if rein, das ist natürlich ist jetzt ein bisschen konstruiert, aber irgendwas ist schief gelaufen, dann können wir in Java eine Exception werfen. Das machen wir mit dem throw-Keyword und dann brauchen wir hier eine Instanz von einer Exception. Also genauer gesagt eine Instanz von irgendwas, was von Throwable erbt, aber man erbt immer nur von Exception oder Runtime Exception, alles andere macht wenig Sinn. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel meine Exception werfen. So, was passiert, wenn ich das jetzt ausführe? Wenn man eine Exception wirft, dann wird jeglicher Code, der dahinter steht, also wenn ich jetzt hier hinter noch was schreibe, der wird nicht mehr ausgeführt. Also wenn ich hier was hinterschreibe, dann wird er nicht mehr ausgeführt, der Code. Ne? Der meckert jetzt auch schon, wenn er sagt, hey, der wird doch gar nicht ausgeführt, warum schreibst du den Code überhaupt? Ne? Aber ich könnte das ja hier hinterschreiben, hinter das if, und dann kommt es drauf an, was das Boolean ist, ob das hier ausgeführt wird oder nicht. Ne? Weil wenn die Exception geschmissen wird, wird abgebrochen. Und wenn auch keiner die Exception behandelt, dann wird tatsächlich auch das ganze Programm beendet. Und dann sieht man hier auf der Konsole, wie hier Informationen über den Fehler ausgegeben werden. Ne? So, jetzt, von was haben wir geerbt? Wir hatten jetzt also von Runtime Exception geerbt. Das heißt, wir hatten eine Unchecked Exception. So, ich mache das Ganze jetzt, glaube ich, nochmal in eine Methode, damit wir das mit dem Throws gleich angucken können. Ich nenne die einfach mal some method, ist ja jetzt egal. Ich will gleich nur, ist gleich nur wichtig, dass es eine Methode ist für etwas zum Zeigen. Okay, also wir haben jetzt meine Exception, die App von Runtime Exception. Das funktioniert jetzt so, wie wir das hier machen. Wenn hier irgendwas schief läuft, dann fliegt die Exception und das Programm wird beendet. Vielleicht das Erste, was wir uns noch fragen könnten, was wäre denn jetzt, wenn wir das Programm nicht beenden wollten? Dann können wir einen sogenannten Try-Catch-Block machen. Dann schreiben wir Try, Curly Brackets, da rein irgendwelchen Code. Wir hätten das übrigens auch in der Methode einfach darunter machen können. Und dann können wir jetzt hier angeben, erstmal welche Exceptions wir fangen wollen. Welche Exceptions wir fangen wollen. Ich fange jetzt mal genau die My-Exception. Ne? Und dann nenne ich die E, wenn ich darauf zugreifen will. Ne? Und ich sage jetzt einfach mal, der soll den Stack, also jetzt kann ich mit E, kann ich auf das Objekt, auf das Exception-Objekt zugreifen, was hier geflogen ist. Ich kann jetzt sagen, zum Beispiel print Stack Trace, dann druckt er einfach Informationen über diesen Fehler. Und wenn ich jetzt hier hinter was schreibe, ich schreibe jetzt mal hier still executed hin, dann wird das immer noch ausgeführt, das Programm wird nicht beendet, weil ich hier den Fehler behandelt habe. Ne? Also Fehlerbehandlung macht man mit Try-Catch. Können wir mal ausführen. Dann sehen wir jetzt immer noch die Informationen über den Fehler, aber was hinter dem Try-Catch-Block steht, wird natürlich immer noch ausgeführt. So. Genau, also jetzt haben wir den Fehler behandelt, müssen wir aber nicht, weil das eine Unchecked Exception ist. Also wir haben jetzt die ganze Zeit mit Unchecked Exception gehandelt. Jetzt ist es aber so, zum Beispiel bei Dateioperationen, das ist ja so, da geht es ganz, ganz oft, geht da was schief. Da muss man eigentlich immer drüber nachdenken, ob etwas schiefgegangen ist. Ne? Und bei Java hat man sich überlegt, die Entwickler, die vergessen das immer. Ne? Die sind ein bisschen vergesslich. Ne? Die vergessen immer, dass sie sich Gedanken drüber machen müssen, was passiert, wenn die Datei nicht lesbar ist oder so. Ne? Und dafür gibt es sozusagen die Checked Exceptions. Da wird der Entwickler gezwungen, den Fehler zu behandeln. Ne? Behandeln von Fehler haben wir gerade gesehen mit Try-Catch. Wenn ich jetzt von Exception erbe, dann wird hier direkt was rot. Dann sagt er nämlich hier, okay, das ist eine Checked Exception. Du musst die behandeln. So, und jetzt habe ich immer zwei Möglichkeiten. Wenn ich hier bei More Actions gehe, dann zeigt mir IntelliJ auch schon direkt an, was die zwei sind. Entweder ich mache hier direkt einen Try-Catch-Block, also ich behandle direkt die Exception. Das macht natürlich hier sehr wenig Sinn. Ne?
schmeißen und direkt behandeln ist ein bisschen, naja, ne? Okay. Genau, aber ich habe immer zwei Möglichkeiten. Hier ist jetzt vielleicht die andere Möglichkeit besser. Ich habe nämlich immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache direkt einen Try-Catch oder ich gebe die Verantwortung fürs Behandeln, ne? Weil Checked Exception müssen behandelt werden. Die sollen das Programm bloß nicht zum Absturz bringen. Kann ich hier oben Throws an den Methodenkopf schreiben. Das heißt jetzt, ich gebe die Verantwortung für das Behandeln der MyException an den Aufrufer weiter. Aufrufer wäre also hier oben, da wo ich die Methode aufrufe. Jetzt wird hier nämlich rot. Jetzt sagt er hier, jetzt hat der andere da unten, der hat dir die Verantwortung übergeben für die Checked Exception. Du musst jetzt behandeln oder ich kann dir natürlich auch wieder an den Aufrufer die Verantwortung weitergeben. Ich mache jetzt dann einfach hier auf der Ebene einen Try-Catch. Ja, das ist jetzt im Prinzip genau gerade, wie wir es bei der Runtime Exception auch gehabt haben. Nur mit dem Unterschied, dass man hier gezwungen wird, weil sonst kann man das Programm gar nicht starten, nicht kompilieren. Man wird gezwungen, bei Checked Exceptions die zu behandeln. Entweder direkt oder man gibt die Verantwortung weiter, aber dann muss der Aufrufer die behandeln. Das sind das ist der Unterschied zwischen Checked und Unchecked. Beim einen wird man gezwungen dazu, die zu behandeln, beim anderen nicht. Und der Unterschied ist, wenn man von Exception erbt, ist man checked. Wenn man von Runtime Exception erbt, ist man unchecked. Das war es eigentlich, ne? Oder? Genau. Ganz viele Fragen. Dazu könnt ihr vielleicht mal nochmal in den Jelly-J zeigen, wie man I.O. bzw. NIO-Dateien einliest. Okay, das sind jetzt andere. Gibt es hier irgendwelche Fragen zu dem Thema? Siehst du da was? Nee, ich glaube, das warst du gut erledigt. Wollen wir dann jetzt einmal die Probeklausur, die ist doch dann jetzt ready. Genau, die ist jetzt live. Ah, du hast sie schon geöffnet, sehr gut. Ja. Das ist ja ein Bild, das kann man gar nicht kopieren. Das war der Sinn. Wird das dann auch automatisch korrigiert hier? Nee. Zwischendrin kann ich ja zwei Fragen gleichzeitig beantworten. Wann wäre der zweite Klausurtermin? Der steht noch nicht fest. Das wird erst im neuen Jahr sich festgelegt. Also wir werden erstmal die erste schreiben und dann vielleicht kurz vorher wissen, wann der zweite ist. Da habe ich ja schon gar keine Lust mehr bei der zweiten. Das ist so trivial. Nein. Soll ich mir das denn jetzt aufschreiben, was die Zahlen in 1 sind? Der 15 ist 1111 und 34 ist ein bisschen mehr. Ja, es muss ja nicht zwingend richtig sein. Es geht nur darum, dass da was drin ist. Was sind das? 15? Ja. Ja, ihr merkt schon, genau diese Aufgabenart werden wir nicht stellen, weil es relativ einfach zu lösen ist. Zum Beispiel, wenn man weiß wie, ne? Genau. Und aufgepasst hat. Ich meine, du machst es ja gerade live. Er ist allen gezeigt, ne? Genau, also wichtig ist ja nicht, was da drin steht. Es geht nur darum, dass ihr einmal die Klausur macht und dann auf Abgeben drückt und wir gucken können, ob alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Genau, wie man auf den Test zugreifen kann, geht auf Artemis und dann müsste er oben schon auftauchen, der Test. Ich habe euch alle eingeladen. Ja, und parallel dazu wird die Klausur in Wissensfragen und Programmieren eingeteilt und wird es auch zeitlich eingeteilt, ist ja die Frage. Da es sehr, 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 sehr voraussichtlich eine Open-Book-Klausur wird, das heißt, ihr dürft quasi alle Folien des Internets zur Verfügung haben, macht es wenig Sinn, Wissensfragen zu stellen, außer wir limitieren das irgendwie zeitlich, dass ihr zu viel Zeit fürs Recherchieren bräuchtet. Deswegen geht davon aus, dass Wissensfragen eher nicht kommen. Aber auch das wird jetzt über die Tage, wenn wir uns das
überlegen und die Klausur entwerfen. Also den finalen Stand wird so wahrscheinlich, also was genau drankommen wird, wird so Mitte Februar passieren. Können wir euch sagen, was drankommt, oder Anfang Februar. Dann habt ihr noch einen Monat Zeit, euch vorzubereiten. Also Stand jetzt lernt alles so, wie es in den Dokumenten steht, also in dem einen Dokument steht, und dann fahrt ihr auf jeden Fall gut damit. Wird es Tests geben in der Klausur? Auch eine gute Frage. Müssen wir noch diskutieren, inwiefern das Sinn macht oder nicht. Ich plädiere dafür, weil im echten Leben haben wir auch Tests. Test-Driven Development wird dann wahrscheinlich irgendwie noch später irgendwann mal kommen in eurem Studium. Ja, aber da gucken wir mal, wie wir es machen. Das funktioniert. Cool. Dann einmal das Pushen nicht vergessen natürlich. Commit und Push. Sonst ist die Aufgabe ja nicht hochgeladen. Kann man jetzt auch die Tests direkt sehen? Kann man einstellen? Im Moment sind sie eingestellt, genau. Das heißt, wenn ihr jetzt aktualisiert, also wenn ihr jetzt baut, dann könnt ihr direkt sehen, ob die Tests funktioniert haben. Schauen wir mal, wie wir es machen. Dauert. Ja, wenn jetzt gerade alle bauen. Wir haben, glaube ich, 50 gleichzeitig. Also ich glaube, das sollte nicht das Problem sein. Ja, cool. Also ich glaube, 50 gleichzeitig bauen, das ist schon einiges, hätte ich jetzt mal behauptet. Mhm. Ja, dann gib doch mal vorzeitig ab. Warum ist hier kein Haken dran? Gute Frage. Ach, das ist, weil ich hier nicht gespeichert habe. Aber ich habe es sowieso... Drück mal aktualisieren. Das ist ja egal. Ah, das so passt schon. Ja, der hat hier, dass er das hier aktualisiert, vielleicht wenn ich hier aktualisieren drücke. Ah ja, guck mal, jetzt hat er auch den Code aus IntelliJ ja. hier, ne? Nice. Funktioniert das vorzeitig abgehen. Prefill, sehr gut. Ja, natürlich, gibt das doch nicht per Hand ein hier. Genau, und dann seht ihr da quasi, was ihr eingegeben habt, was ihr abgegeben habt. Wir können uns das auch als PDF runterladen. Genau. Nicht, dass das dann einen großen Wert hat, weil ihr könnt das ja fälschen, wie ihr wollt, aber vielleicht ganz gut für sich selber, wenn man sich runterlädt hinterher, was man abgegeben hat. Genau. Ja, also ein bisschen zu dem Tool. Wir haben damit die Möglichkeit, dass jeder von euch eine unique Klausur bekommt, also eine einzigartige. Da wird dann zufällig aus einem Aufgabenpool für jeden Aufgabentyp eine Aufgabe gestellt. Also zum Beispiel bei der Aufgabe 1 jetzt, wenn ein paar von euch Programmausgabe A haben, andere Programmausgabe B, dann sind die Zahlen halt anders und ihr müsst tatsächlich es selbst machen. Und genau, wir haben auch eine Plagiatserkennung drin. Das heißt, wenn der Code sich sehr ähnelt bei Hello World, macht das natürlich nicht sehr viel Sinn, aber da können wir erkennen, dass Code kopiert wurde. Ja, also die Reihenfolge wird anders sein. Und am Ende hat jeder somit quasi eine einzigartige Klausur bekommen. Aber natürlich werden wir die Aufgaben gleich schwer machen. Also nicht, dass das unfair wird. Und unter Vorbehalt ist wahrscheinlich der Plan, dass man mit dem Tutor im Zoom oder Big Blue Button sitzt und auch ein bisschen kontrolliert wird. Genau. Wir müssen uns auf das Tool einigen und dann werdet ihr nebenbei halt eure Kamera streamen und wir werden euch kontrollieren können. Also was ist gemeint mit Code kopieren? Ganz stumpf quasi, einer löst die Aufgabe von euch oder eine und kopiert sie an alle über einen zweiten Channel. Das können wir damit finden, wenn halt die Aufgaben super gleich aussehen. Müssen wir natürlich eine Aufgabe finden, wo das nicht so der Fall sein kann. Also hier schreibt noch jemand, der Link in der Aufgabe ist kaputt. Ja, es ist nur Testaufgabe gewesen. Die haben wir, glaube ich, importiert aus der alten, ne?
Einfach, das ist einfach die. Genau, also ich glaube, ich habe den Link dann per Hand eingegeben, deswegen ist das Bild wahrscheinlich einfach nicht zu sehen beim Aufgabentyp B. Aber auch das, ja, das wird nicht passieren, wenn wir dann am Ende der Vorlesung auch eine Probeklausur machen, mit echten, also echten Aufgaben, wie sie vorkommen können, vom Typ her, dass ihr euch darauf einstellen könnt, was so passiert in der Klausur selbst dann. Wir werden auch kurz, ganz kurz vor der Klausur, vielleicht ein, zwei Tage vorher, eine Generalprobe machen, wo wir wirklich den Ablauf der Klausur von A bis Z mal durchgehen. Natürlich nicht volle 90 Minuten lang, aber wie ihr in den Raum kommt, wie ihr die Prüfung macht. Sagt jemand, er kann seine Aufgabe in IntelliJ nicht starten. Das ist auf jeden Fall interessant. Okay. Ja. Das ist ja jetzt genau das, wofür wir uns interessieren, solche Sachen. Genau, aber also natürlich kann man es nicht starten. Also hast du den Code geschrieben? Weil es ist ja noch keine Klasse da, die ist ja da, die soll ja eingefügt werden. Ach, der kann ja nicht starten. Ja, du brauchst erstmal eine Main-Klasse und eine Main-Methode, ne? Genau, das war ja die Aufgabe. Ich weiß nicht, ob er das meint. Ja, wahrscheinlich meint er das, ne? Okay, alles klar. Ja. Ich denke. Ich dachte jetzt, ich bekomme cannot find symbol. Ach, ja. Der Test ist nicht so super, weil du hast die allererste Aufgabe hier importiert, ne? Hier, das mit dem Hello World. Und da habe ich einen nicht so tollen Test für geschrieben. Jetzt kriegt hier einer cannot find symbol in main.test. Das bedeutet einfach, deine Main-Klasse und deine Main-Methode heißen nicht so, wie ich das erwartet habe. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in den neuen Aufgaben, wenn ihr die Klasse falsch nennt oder die Methode, dann kommt da ein sinnvoller Fehler. Oh. Ja, das ist, hier steht noch einmal jemand, Clone failed. Okay, ich kann das Repository Link bei IntelliJ nicht öffnen. Ja. Hast du für alle das vorbereitet mit den Repositories? Ja, alle eingeladen und dann auf Erzeugen gedrückt. Ja, das müssten wir uns eigentlich mal angucken, ne? Dann hier, ich bekomme cannot find symbol main.test. Ja, das ist, wenn die Main-Klasse nicht Main heißt, großgeschrieben, weil der Test nicht so toll ist, weil das die allererste Aufgabe ist, die wir geschrieben haben. Da wussten wir noch nicht so ganz, wie es geht. Jetzt sagen hier zwei, ich kann den Repository-Link bei IntelliJ nicht öffnen. Das hört sich nicht so gut an. Das ist die Frage, konntet ihr eure Übung genauso öffnen? Also ging das da? Okay, ja, das ging. Wie machen wir das denn jetzt? Da müssten wir uns jetzt eigentlich mal angucken. Ne? Ja, also wir merken uns mal die Namen und dann machen wir da, gucken wir uns das später mal an. Wir können uns einmal den Namen aufschreiben und dann können wir nach der Vorlesung da einmal reingucken, warum das schiefgegangen ist. Ja. Gut. So, schreibst du dir das auf? Ja, mache ich. Oder schreib uns einfach danach an. Also, gleich. Guck mal, da hat auch schon jemand seine ID gegeben. Perfekt. Okay, dann gucken wir uns das nach. Aber den Fehler haben wohl super viele. Hier sind wir jetzt schon bei einigen Leuten, die das sagen, ne? Dass das bei ihnen ja, interessant. Erstellt wurde. Okay, das müssen wir uns dann auf jeden Fall angucken. Also bei mir ging es. Ja. Genau, aber dafür ist es da, dass wir gucken, woran es liegt und dass das nicht aber passiert. Ich bin auch Admin. Vielleicht geht es deswegen bei mir. Ne? Ja, schauen wir uns mal an. Kriegen wir schon raus. So viele wie jetzt schreiben, fällt es vielleicht sogar bei allen. Oder? Aber es gibt auch Leute, bei denen es funktioniert hat. Okay, aber es gibt auch Leute, bei denen es funktioniert hat anscheinend. Ja, okay. Das ist nicht allgemein. Genau, vielleicht ist es das Clone, also über SSH oder HTTPS. Also, genau. Also ihr könnt die Aufgabe tatsächlich ja auch im Browser machen. Wenn ich bei SSH mache, dann geht es auf jeden Fall nicht, glaube ich, weil wir haben das immer noch nicht richtig eingestellt.
Also, falls ihr das per SSH versucht habt, dann ist das der Grund. Es kann sogar sehr gut sein, dass sie das gemacht haben. Kann ich die Klausur nochmal angucken? Nee, ne? Okay. Nee. Aber ihr habt ja, ich klicke mal auf irgendeine Aufgabe, die ich vielleicht schon gestartet habe. Hier. Ihr müsst hier aufpassen, wenn ihr das klont, ne? Wenn hier vorne SSH steht, also es geht's. Hier, guck mal, da ist immer noch, hier ist bitbucket.as.tum.de eingestellt, ne? Ja, interessant. Ja, also SSH funktioniert anscheinend nicht so schnell. Ja, also dann müssten wir noch die richtige URL eintragen. Aber ihr könnt es ja auch manuell klonen, indem ihr das über der Aufgabe runterladet. Also über der Aufgabe steht Repository runterladen, glaube ich. Das geht als Vorbild. Der HTTPS-Link, der sollte auf jeden Fall funktionieren. Ja, schauen wir uns auf jeden Fall an. Ja. Genau, hier wird ja auch gesagt, ich brauche ein Passwort, um mich zu verbinden. Das ist das Passwort aus Artemis. Aber das ist ja immer so, ne? Genau. Das ist ja auch schon bei allen Aufgabenstellungen so gewesen. Sollten die zwei Tests durchlaufen? Ja, eigentlich schon. Also wenn du es richtig gemacht hast. Der Link hat auch nicht funktioniert. Okay. Aber ihr habt das über HTTPS probiert, ne? Nicht über SSH. Also steht ganz am Anfang am Link, der Link fängt mit HTTPS an, ne? Ja, ich denke schon. Der hat trotzdem nicht geklappt. Bei mir steht, the project we are looking for was not found. Bist du jetzt sicher, du hast alle angelegt? Lass mal gucken. Ziemlich. Das ist hier, ne? Genau, Exams. Exams. Und dann Klausuren der Studenten. Ja, jetzt zeig nicht alles. Wegen DSGVO. Ach so, okay, ja. Gucken wir uns gleich an. Ja, okay, gucken wir uns gleich an. Ja, hier sieht man nur Teststudenten, aber gut. Hier, ich kann alle Repositories entsperren, vielleicht müssen wir das noch machen. Hätten wir das machen müssen? Das ist eine Frage. Das ist eine gute Frage, nicht, dass man in die anderen reingucken kann. Ja, ist ja egal, es sind ja alles im Moment nur... Fragen wir einfach die TUM-Leute mal, das kriegen wir schon gelöst. Ja, ich denke doch, dass man das machen muss. Denke ich. Ich meine, ja, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass die existieren, aber die keine Berechtigung haben, darauf zuzugreifen, ne? Und deswegen ist bei mir zum Beispiel auch funktioniert, weil ich bin Admin, ich habe sowieso Rechte drauf zuzugreifen. Ne? Ja. Aber dafür ist es komisch, dass es bei anderen, also bei manchen ja funktioniert, bei anderen nicht. Mm, okay. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken. Ja, schauen wir uns auf jeden Fall an. Ich habe ein paar Namen aufgeschrieben. Oder schickt mir am besten eine E-Mail, genau, dann kann ich da nochmal nachsehen, dann kann ich auch keinen vergessen. Okay. Ich hätte noch eine Frage, wenn das in Ordnung ist, weil ich bin ja irgendwie noch. Ja, stimmt. Ich bin hier noch. Ich kann meine Hand nicht mehr heben, deswegen, glaube ich. Oh, das muss gleich noch gehen, aber ja. Und zwar zur Laufzeit, aber jetzt nur was, hier steht ziemlich oft Laufzeit in dem Dokument drin. Und da steht einerseits Laufzeit bei Definition. Bezieht sich das dann immer nur auf die Datenstrukturen, die dann da irgendwie, die da dann drüber stehen? Genau. Okay, und das bedeutet, wir müssen dann wissen, was für Laufzeiten das im Worst oder so, also was für Laufzeiten hat. Genau, richtig. Okay, und Anwendung bei Laufzeit steht auch nochmal irgendwo? Oh ne, bei O-Notation bedeutet das dann, dass wir einen Algorithmus kriegen und dann quasi dazugehörig die O-Notation angeben müssen. Das könnte eine gute Aufgabe sein, ja. Okay, alles klar. Gut. Ja. Dann hatten wir noch jemanden, der seine Hand hebt. Der Jens kann sich jetzt unmuten, ne? Muss der noch, wenn er sprechen möchte. Okay, ist wahrscheinlich noch offen geblieben. Okay. Wird die Klausur von einem Programm bewertet oder von Menschen? Die wird von uns bewertet. Also wir als Mensch werden sie bewerten. Mm.
Genau, das Problem mit dem Repository-Klonen, das werden wir nachher angehen. Authentication failed. Ja, da fehlt, glaube ich, der Benutzername tatsächlich. Wenn Authentification failed, dann hast du nicht Benutzername und Passwort von Artemis eingegeben, vermutlich. Genau. Also nicht die E-Mail wichtig, sondern den Nutzernamen, ne? Also ganz viele Leute versuchen sich mit der E-Mail anzumelden, aber dann hat er bei der Registrierung irgendwie mal einen Nutzernamen. Der steht übrigens auch oben rechts bei Artemis in der Ecke. Der muss dann mit dem Artemis-Passwort, das sollte dann eigentlich gehen. Wenn du das Artemis-Nutzernamen und Passwort richtig eingegeben, kannst ja mal bei Artemis ein- und ausloggen, dann merkst du ja, ob es richtig ist. Wenn das dann immer noch nicht Authentification Fail gibt bei Git, dann müssen wir das angucken. Aber ich denke mal, das ist falsche Benutzer-Authentifizierung schon. Ja, ich glaube auch, das kriegen wir relativ einfach gelöst. Wird in der Klausur nur Programmieraufgaben, werden in der Klausur nur Programmieraufgaben gestellt? Nein. Also werden keine Definitionen abgefragt, voraussichtlich nicht, aber um die Option noch offen zu halten, es können auch Definitionen abgefragt werden. Unter Vorbehalt. Okay. Sind die Punkte in der Klausur ausschließlich abhängig von den Tests? Nein. Also wir werden sie noch, also die Tests, die fehlschlagen, die helfen uns halt und die gucken wir uns noch per Hand an. Das heißt, wenn der Sinn richtig ist und ihr einfach nur ein Semikolon vergessen habt, wird es natürlich auch nicht 0 Punkte geben. Genau, weil sonst wäre ja, wenn jemand was nicht valides, was nicht kompiliert schreibt, dann würde das ja 0 Punkte geben und das wäre ja. Genau, also schade. Ist ja auch aus dem Grund einfach, wenn ihr, warum auch immer, die IDE nicht nutzen könnt, dass ihr das im Browser machen müsst, da habt ihr ja nicht die coole Unterstützung, die euch eine IDE gibt. Dass wenn ihr da den Code semantisch richtig stehen habt, also dass er das macht, was wir eigentlich wollten oder gefordert haben, er kompiliert halt nicht, dass dann nicht 0 Punkte da sind, sondern wir dann drüber gucken und uns das anschauen und sagen, okay, funktioniert. Deswegen gibt es dann die Punkte dafür. Hier sagt noch jemand, dass es auch nicht geht mit richtigen Nutzer und Passwort. Ja, ist es wahrscheinlich einfach, müssen wir uns gleich mal angucken, ne? Was da schief läuft. Sonst müssten wir uns das einmal live dann bei. Ich habe mir schon öfters mal in der Lernbetreuung das live bei Leuten angeguckt. Meistens findet man dann raus, was die falsch machen oder was bei uns auf der Seite falsch läuft. Mhm. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Stoff so ein bisschen. Auf YouTube wird gefragt, wenn man an einem vollständigen Baum ein Element anhängt, dann kann die Heap-Eigenschaft nicht hergestellt werden, oder? Doch. Indem man ja dann so weit zurück hochwechselt, also tauscht oder mit dem Elternknoten tauscht, bis die Heap-Eigenschaft wiederhergestellt ist. Also wenn das Element unten kleiner ist als das, was drüber ist, wird es getauscht. Und dann geht es von da weiter nach oben, bis das Element drüber kleiner ist und dann ist die Heap-Eigenschaft ja wiederhergestellt, weil darunter alles immer größer wird. Also gibt es nur Punkte, wenn daher programmierter Code läuft und nicht bei teilrichtigen Antworten. Ich denke, das hatten wir eigentlich schon gesagt, dass bei nicht richtigen Tests da per Hand drüber geguckt wird. Genau, also es gibt auch Teilpunkte, es gibt nicht null und vollständige Punkte, es gibt auch Teilpunkte für, wenn der Weg richtig ist, nur der letzte Schritt zum Beispiel einfach nur falsch aufgeschrieben wurde oder so. Wir haben nicht besprochen, wie man bei AVL-Bäumen löscht, also kann man das auch nicht fragen, das ist richtig so, oder? Das haben wir nicht explizit besprochen. Das haben wir nicht explizit besprochen, ich habe es, glaube ich, angerissen. Ja, es ist ähnlich wie bei den Binärbäumen. Erstmal nicht, außer es kommt noch explizit im Stoff. Also nur einfügen ist erstmal wichtig. Und mit dem Balancieren.
Okay, so. Das zeigen, wie man mit Dateien, mit NIO Dateien einliest. Antwort in Echtzeit. NIO beziehungsweise IO. Genau, also Java NIO, mit den Libraries. Soll ich das einmal kurz Ja, einfach, ich habe die das, IDE noch offen, genau. das einmal kurz. Also wir können, also ich würde sagen, wir machen das einmal mit NIO, weil das ist einfach viel, viel einfacher. Genau, was man bei NIO immer braucht, ist ein Path. Das ist ein Interface, davon kann ich dann eine Variable erstellen. Da muss ich das natürlich hier noch importieren. So. Genau, dann machen wir doch mal hier eine in das. Die können wir jetzt einmal lesen. Genau. Bei Java NIO braucht man immer erstmal einen Path, also eine Instanz von Path. Und die bekommt man entweder mit path.off oder path mit s.get. Das macht exakt das Gleiche. Das eine ruft das andere auf. Ich mache jetzt einfach mal path.off, ne? Und hier kann ich dann einen Pfad angeben. Also entweder absolut, dann fängt er mit Slash an oder bei Windows mit C Doppelpunkt irgendwas, ne? Ich bin jetzt auf Linux. Oder ich mache den relativ. Relativ ist dann zur Ausführung des Programms. Das passt ja ganz gut, weil ich bin ja jetzt gerade hier und das heißt, ich kann einfach Hello TXT angeben ohne irgendwas davor, dann ist es ein relativer Pfad. Dann lese ich dann direkt hier diese Hello TXT-Datei. Oder ich muss mal gucken, wo wird denn mein. Man kann hier bei der Ausführung Edit Configurations kann man auch gucken, wo das Programm ausgeführt wird. Das ist die sogenannte Working Directory, ne? Und hier steht auch schon, das ist exakt der Ordner. Also das ist die Basis für alle relativen Pfade bei mir. Das ist normalerweise bei IntelliJ immer der Projektordner, ne? Das heißt, ich brauche gar nicht den absoluten Pfad, wo das genau auf der Festplatte, sondern einfach nur, wo das im Bezug auf die Ausführung des Programms liegt. Also einfach direkt in dem Ordner, wo es ausgeführt wird, die HelloTXT-Datei. So, genau, dann habe ich jetzt dieses Path. Und das hat dann auch noch so ein paar tolle Methoden, zum Beispiel verwandle das mal in absoluten Path, dann wäre das gerade der komplette Pfad, weiß jetzt nicht, wo lag das, slash home, slash irgendwas, slash alpro, hello world, irgendwas. Das könnte ich hier machen, ich kann überprüfen, ob der Pfad eine bestimmte Dateiendung hat. Und noch so andere Sachen. Ne? Also es hat ein paar Hilfsmethoden da drauf. Ich kann auch Pfade aneinander hängen mit Punkt Resolve oder so. Genau. Das heißt, das ist diese Farbklasse, die hat so ein paar schöne Util-Methoden und wichtig, man braucht die immer für Java NIO. So, und jetzt gibt es Files, also Files mit S. Ne? Steht ja schon Java NIO File ist das Package und die Klasse hat Files und die hat ganz, ganz viele Klassenmethoden. Ne? Read, write, irgendwas, ist das lesbar, das File, ist das eine Datei, existiert die Datei, wie groß ist die Datei, alles. Ne? Also egal, was man eigentlich mit Dateien machen möchte, irgendeine Methode findet man hier, die das macht. Ne? Ist auch noch relativ übersichtlich hier die Liste. Muss man dann eben halt einmal gucken, was da auf einen zutrifft, was man möchte. Ne? Wichtig ist natürlich Write und Read. Ich tippe jetzt einfach mal Write. Dann wird mir hier schon vorgeschlagen, Write, Write, Write oder direkt Write String ist wahrscheinlich noch besser. Wenn ich Write mache, schreibe ich Bytes, aber meistens hantieren wir ja mit Strings, also wahrscheinlich besser String. Ne? Und ach nee, ich möchte jetzt erstmal lesen, oder? Weil ich habe da ja gerade Hello reingeschrieben. Okay, manchmal Read. Dann kommen wir ja auch schon Read All Lines ist gegebenenfalls interessant, wenn man das direkt Zeile für Zeile haben will. Oder ich kann einfach komplett das direkt komplett einlesen. Dann haben wir hier Read String. Ne? Das hört sich ganz gut an. Zurück mal Steuerung P. Was für Parameter will der? Ah, ein Pfad. Den habe ich ja schon. Dann gebe ich hier den Pfad an. Und dann gucke ich nochmal mit Steuerung Q, kriege ich die Dokumentation. Gucke ich mal, ah, okay, der Rückgabewert ist hier String. Ne? Hier sehe ich die Signatur von der Methode. Hier unten sehe ich noch die Beschreibung und noch ein bisschen mehr Beschreibung, ne? Steuerung Q für Dokumentation. Also das heißt, da kommt ein String raus.
Ich bin jetzt aber ehrlich gesagt auch zu faul und drücke einfach STRG ALT V für Variable, dann schreibt ihr mir das direkt hin. Inhaltdatei, da kommt dann eben halt der String raus. Jetzt gibt es hier gerade, jetzt haben wir schon über Checked Exceptions geredet. Der sagt jetzt hier, ah, da gibt es eine Unhandled IO Exception. IO Exception ist eine Checked Exception und man sieht schon hier an dem Methodenkopf von ReadString steht Throws IO Exception drin. Das heißt, man hat mir hier die Verantwortung fürs Behandeln dieser IO Exception gegeben. IO Exception ist, wenn aus irgendeinem Grund man die Datei nicht lesen kann. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hin und mache mal hier einen Try-Catch-Block drum. So, und ja. Aber, und wenn die aber gelesen wird, dann gebe ich die jetzt mal auf der Konsole aus, den Inhalt von der Datei. Ne? Wir können es einmal ausführen. So lese ich also eine Datei. Genau, steht Hallo. Das war ja genau das, was ich in die Hallo.txt reingeschrieben habe. Ich kann das ja auch mal in der Methode extrahieren, damit ich das gleich wieder benutzen. Read and print nenne ich die mal. Ne? Ich jetzt hier unten in der Methode ausgelagert. Und dann könnt ihr jetzt mal was da reinschreiben. Dann mache ich einfach write. Und dann, ja, ich will ja wieder Strings schreiben und nicht Bytes vermutlich. Dann mache ich also write String. Was gibt es da für Optionen? Ah, okay, erst brauche ich den Pfad wieder. Nehme ich jetzt ja die gleiche Datei, kann ich auch wieder Parse nehmen. Dann eine Char-Sequence, das ist jetzt komisch. Ich dachte, ich soll hier einen String übergeben. Jetzt ist aber der Clou, String erbt von Char-Sequence. Das heißt, ich kann hier einen String übergeben. Die ist String erbt von Char-Sequence. Deswegen kann ich hier einen String übergeben. Meine Internetverbindung ist unstable. Ja, wir hören es gerade. Es ruckelt ein bisschen, aber jetzt geht's wieder. Okay, gut. genau, das ist rübergekommen, ne? String erb von Char-Sequence, das heißt, ich kann jetzt hier einen String angeben. Ich schreibe jetzt einfach mal und guten Tag. Alles klein, egal. Und jetzt könnte ich hier noch, ich muss hier nichts mehr angeben, das ist so eine, das sind optionale Parameter oder eine variable Parameterliste. Also man kann beliebig viele Open Options angeben. Also wenn ich jetzt einfach nur schreiben will, dann kann ich das so machen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel appenden will, also nicht überschreiben, sondern hinten dranhängen an die Datei, dann könnte ich sagen, da gibt es hier Standard Open Option, Standard Open Option. Und hier gibt es dann ganz viele Optionen, die man hier da übergeben kann. Zum Beispiel erstell die Datei, wenn sie nicht bereits existiert, ist, glaube ich, create kann man machen. Man kann append machen. Noch andere Sachen. Da kann man dann einfach mal STRG Q drauf machen. Dann steht dann auch genau, was die bewirken. Ne? Genau. Ah, jetzt habe ich natürlich auch hier wieder das Problem, dass hier auch eine IO-Exception fliegt. Diesmal mache ich mal keinen Try-Catch-Block. Ich gebe einfach die Verantwortung an den Aufrufer der Main weiter. Das ist jetzt, ja, ob das jetzt guter Stil ist oder nicht, ist eine andere Sache, eher nicht. Wenn man das natürlich an der Main-Methode schreibt, dann ist man einfach die Verantwortung losgeworden, weil die Main-Methode ruft ja Java selber auf. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt das System ausgetrickst. Jetzt fängt keiner mehr die IO-Exception. Ne? Sollte man eigentlich eher nicht machen. Mache ich jetzt mal trotzdem. Und nachdem ich das da reingeschrieben habe, appended habe, dann kann ich es ja nochmal lesen, oder? Das heißt, füllen wir das mal aus. Genau, dann haben wir erstmal Hallo. Und dann Hallo und guten Tag. Genau. Und wenn wir jetzt hier auch nochmal lesen, dann hat er auch wirklich und guten Tag hinten dran gehängt an die Datei. Können das nochmal ausführen, dann haben wir zweimal guten Tag, ne? Und guten Tag und guten Tag. Steht das auch hier drin. Also lesen mit files. Wo waren wir jetzt hier? Lesen mit files.readstring und man muss einen Parse übergeben. Schreiben mit files.writestring, dann den Parse.
dann, was man schreiben möchte, und dann kann man noch append oder nicht append. Ne? Kann es auch so machen, dann tut er das wirklich überschreiben, können wir auch mal machen. Dann steht da gar kein Hallo mehr, sondern wirklich nur. Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Ja, ist so. Richtig. Ja, genau. Wenn wir jetzt hier hingucken, dann steht ja auch nur noch Guten Tag, jetzt haben wir es nämlich überschrieben. Ne? Und dann man kann theoretisch auch noch so andere Strom-Options da dranhängen. Haben wir ja gesehen, gibt noch ein paar, muss man einfach mal ausprobieren und Steuerung Q machen. Dann sieht man da auch, was die bedeuten. Ich hoffe, das ist klar geworden, wie man liest und schreibt. Ganz einfach die Zusammenfassung. Ja, war ja auch die Frage nach einem groben. Reicht es, mit NIO umgehen zu können? Ich denke, dass die Antwort ist ja, oder? Genau. Also, wenn am Ende das rauskommt, was erfordert ist, dann könnt ihr es mit NIO oder IO machen. Und dazu vielleicht auch gleich noch die Frage darüber, was ist der Unterschied zwischen Buffered Reader und File Reader? Der File Reader liest die Datei byteweise und im Buffered Reader, also quasi bei jedem Zugriff auf diesen File Reader wird ein Zugriff auf die Datei gemacht und der Buffered File Reader abstrahiert das quasi, er buffert quasi Inhalte aus der Datei und so, wenn ihr jetzt auf diesen Buffered Reader auch Zeichen für Zeichen zugreift, ist nicht immer der Zugriff auf die Datei auf der Festplatte zum Beispiel nötig, sondern einfach nur auf den Buffered Reader im Speicher. Das geht deutlich schneller und ist auch ja, spart IO-Operationen im Prinzip. Also immer den File Reader in einem Buffered Reader wrappen. Genau. Und für wer nicht weiß, was das ist, das ist Java IO. Genau. Ich habe die zweite Aufgabe über den Browser-Editor gemacht und es sind keine Tests durchgelaufen. Soll das so sein? Du musst absenden drücken. Weiß ich nicht. Also, mal gucken. Genau, also wenn Tests gemacht werden, sollten sie natürlich für alle da sein. Und da ich die gerade eingestellt habe für den Test, müsste es eigentlich passiert sein, auch da kurz schreiben. Wir haben auf jeden Fall mitbekommen, da funktioniert noch nicht so ganz alles. Genau, vielleicht müssen wir auch nochmal selber uns Studenten-Accounts anlegen und dann da auch nochmal, vielleicht funktioniert das ganz gut, weil wir Admins sind und immer alle Rechte haben. Ja. Ich denke, das ist auf jeden Fall nochmal was, was wir machen müssen, das als Student testen, weil bei uns hat es immer sehr gut funktioniert. Ne? Ja, das stimmt. Also mehr oder weniger. du hast die IDE gerade offen. Unterschiede zwischen Überladen, Überschreiben und Verdecken. Überladen, Überschreiben und Verdecken. Okay. Gut, fangen wir mal mit Überladen an, oder? Ja. Überladen ist eigentlich ganz einfach. Okay, brauchen wir mal ein Beispiel. Read, vielleicht machen wir das ja auch. Wir haben gerade am Überlegen, was wir hier für ein Beispiel angeben. Wir können ja mal nochmal versuchen mit Dateien schreiben. Write, wir können ja jetzt mal selber eine Methode schreiben, die einfach irgendwas in eine Datei schreibt. Vielleicht übergeben wir hier auch einen String einfach. Genau, einen String und einen Boolean und er sagt append, ne? Okay. So. Und wir müssen erstmal den String in den Parse verwandeln. Ne? Genau, machen wir jetzt, ich reproduziere nochmal so fast das, was wir gerade eigentlich auch hatten. Dann mache ich files.writeString und dann parse.inhalt. Und jetzt haben wir uns hier so eine Boolean-Flag übergeben, ob das appenden soll oder nicht. Wollen wir mal überlegen, wie ich das mache. Gut, das mache ich dann jetzt einmal einfach mit einem if append, dann mache ich das da und, achso, muss ich natürlich jetzt hier das wegmachen, ach, pass ist, ich habe das hier off genannt, okay, und dann nochmal einmal mit der append, mit der Standard Open Option append, Standard Open Option. Punkt. Genau. So. Und
machen wir noch einen Strohs an den Methodenkopf. Ne? So, und jetzt könnten wir zum Beispiel, also es gibt ja keine Default-Werte in Java. Ne? Also man kann nicht sagen, wenn jemand den dritten Parameter nicht angibt, dann soll das false sein. Ne? Weil, würde ich jetzt mal sagen, append ist standardmäßig false oder so. Ne? Sowas gibt es nicht in Java, aber man kann das anders machen, und zwar zum Beispiel mit überlagern. So. Das heißt, ich... Ach, das nervt. Warum ist das da? Okay, ich kopiere einfach das hier nochmal. Mache das jetzt ohne Append. Ja, den gleichen Methodenkopf ohne Append. Und hier rufe ich jetzt einfach die gleiche Funktion auf, übergebe dasselbe und dann übergebe ich jetzt hier aber false. So, jetzt habe ich zwei Methoden mit dem gleichen Namen und dem gleichen Rückgabewert, wobei das könnte theoretisch sich auch unterscheiden. Ne? Und ich habe aber andere Parameterlisten. Ne? Also wichtig ist gleicher Methodenname, andere Parameterlisten. Ne? Und jetzt so mit dem Konstrukt kann ich zum Beispiel hier Default-Werte sozusagen angeben. Weil wenn ich jetzt write schreibe ohne das Append, also ohne einen Boolean, also wenn ich nur sage hallo.txt, hi, dann macht er automatisch hier append false und ruft dann das auf. Ne? Oder wenn ich das explizit mit angebe, dann tut er das, achso, dann hier überschreibt er das, hier appendet er das. Ne? Genau. Das ist zu überlagern, also gleicher Methodenname, andere Parameterlisten. Und das ist zum Beispiel ganz nett, weil ich dann Default-Werte sozusagen damit bauen kann. Dann wäre jetzt noch, eine andere Frage theoretisch, ne? Wie stellt Java fest, welche von beiden Methoden aufgerufen werden? Ne? Ich meine, hier ist das jetzt super, super einfach, weil das hat zwei Parameter, das hat drei Parameter, es ist hier relativ klar, was aufgerufen wird. Nicht so klar wird das bei überlagerten Methoden, wenn es also erstmal die gleiche Anzahl an Parametern hat und vielleicht da auch noch Vererbungshierarchien ins Spiel kommen. Machen wir das mal weg. Müssen wir uns jetzt mal ein bisschen zu einem abstrakteren Beispiel kommen, vermutlich, damit wir das sehen können, wie das funktioniert. Gut, ich nenne die jetzt einfach F, die beiden. Und dann mache ich zwei Klassen, A und B. Die A, genau, die B, die erbt von der A. Klasse B, Extens A. Ne? Ups, Screenshot. Das war die falsche Taste. Gut, die A, die B, die erbt von der A. Und jetzt kann ich jetzt hier einmal A entgegennehmen und einmal B. Ne? Genau. Und jetzt will ich also wissen, vielleicht mache ich auch mal, das ist die Methode mit der A und das andere ist die Methode mit der B. Und ich will jetzt dann eben halt wissen, welche wann aufgerufen wird. Ich kann mir erstmal ein neues B erstellen. B, B gleich New B. Ach, die muss ich dann natürlich hier static machen. Wenn ich sonst brauche ich eine Instanz von Main, um die zu erstellen, ne, die für innere Klassen. So, genau, hier ist relativ klar, ne? B, B, wenn ich B übergebe, wird die Methode aufgerufen. Wenn ich jetzt hier, wenn ich hier ein AA habe, also statischer Typ und dynamischer Typ A, und das dann hiermit aufrufe, dann wird natürlich die A aufgerufen, genau. Also wenn statischer und dynamischer Typ gleich sind und es sowas hier ist, dann ist ja klar hier, was aufgerufen wird. Interessant wird es eigentlich dann, wenn sich statischer und dynamischer Typ unterscheiden. Also ich nenne das jetzt mal hier AA, aber der dynamische Typ ist ein B. Und jetzt wird es eben halt spannend, welche von beiden Methoden wird aufgerufen.
bei dieser Überlagerung. Ne? Ist also die Frage, welcher Typ ist hier interessant für Methodenaufrufe. Und wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist es auch, also es kann auch nur eine sinnvolle Lösung dafür geben. Also es ist der statische Typ, aber es hat auch einen Grund, warum es der statische Typ ist. Ne? Statischer Typ ist das linke, dynamischer Typ ist das rechte. Ne? Statischer Typ ändert sich nicht, kann man ja nicht ändern, als was die Variable deklariert ist. Das hier könnte man theoretisch ändern. Und es hat auch einen guten Grund, warum das der statische Typ ist. Java will schon zur Laufzeit wissen, Methoden, wo aufgerufen werden. Jetzt ist er weg, oder bin ich weg? Er ist weg. Okay, genau, an der Stelle würde das die obere F-Funktion aufgerufen werden. Warten wir einfach, bis er wieder da ist und dann erklärt er das weiter. Na, es kommt wieder was? Es passiert was? Ah, da bist du wieder. Da ist der. Hörst du mich? Ja. Hörst du mich? Ja, du bist wieder da. Hörst du mich? Alles klar. Okay, ich habe mal das WLAN gewechselt. Ich glaube, das ist schneller, aber unstabiler. Okay, viel. Was hat man gehört? Der statische Typ entscheidet und warum der statische Typ entscheidet? Ist das rübergekommen? Da bist du gerade rausgeflogen. Okay. Also der statische Typ entscheidet und es gibt auch einen guten Grund dafür, weil Java möchte zur Laufzeit schon, jetzt habe ich es schon wieder verdreht, zur Compile-Zeit wissen, welche Funktion wo aufgerufen wird und der statische Typ steht zur Compile-Zeit fest, der dynamische Typ erst zur Laufzeit, ne? Der könnte sich ja, je nach Nutzereingabe, könnte der sich ja auch hier ändern. Wenn ich hier was einlese und dann hier so ein if mache, dann könnte ich ja den dynamischen Typ je nach Nutzereingabe ändern. Und da wichtig ist, welche Methoden wo aufgerufen werden zur compatible Typ. Das heißt, hier statischer Typ A, deswegen wird diese Methode aufgerufen, obwohl der dynamische Typ ja B ist. Ja, hört man mich noch? Jupp. Okay. Gucken, ob dazu noch Fragen gibt. Das ist eigentlich schon ganz schön lang, ne? Ja. Überladen ist nicht überlagern. Jetzt bin ich auch, ich glaube, ich habe ein paar Mal das vertauscht, ne? Was ist richtig? Ich glaube sogar, dass überladen wäre richtig, ne? Ja, ich glaube es auch. Ich bringe die auch immer durcheinander, die Begriffe. Aber ich habe gleich mal überladen. Ich habe manchmal überladen gesagt, denke ich. Aber genau, ich glaube, überladen gibt es einfach so nicht. Ne? Es gibt überschreiten. Ach nee, oder jetzt bin ich selber raus. Es geht auf jeden Fall bei... Boah. Es gibt Überschreiben, das ist klar, ne? Dann gibt es Überlagern, nee, Verdecken heißt es, ne? Verdecken heißt es richtig. Das ist das, was mit den Variablen passiert bei der Vererbung, Verdecken. Und dann gibt es jetzt ist die Frage, überladen oder überlagern? Überladen ist richtig, ja. Und ich glaube, überlagern gibt es einfach nicht. Das ist so, hört sich so ähnlich an und schweift man mal gerne ab. Ja. Unterschied zwischen Compile-Zeit und Laufzeit. Also wenn du dich ganz an den Anfang erinnerst, wo man ja erstmal Java-Dateien kompiliert, also man macht Java C, dann kommt da eine main.class raus und die führt man dann mit Java aus. Das Java C, das ist kompilieren. Und Java, irgendwas, das dann ausführen, also Laufzeit. Bei IntelliJ kannst du dir das so merken, alles das, was IntelliJ dir schon rot unterstreicht, das sind Compile-Zeitfehler. Also IntelliJ weiß das schon im Vorhinein, was beim Kompilieren schiefgehen wird. Und Fehler, die, wenn du ausführst und dann kriegst du eine Exception, das sind Laufzeitfehler. Ne?
Also alles, was rot angestrichen wird hier von schon vorher, nicht was orange angestrichen wird, sondern was wirklich hier so rot. Und wenn ich hier einen Syntax-Error mache, wenn ich das hier schreibe oder so, ne, dann macht er hier schon so, das geht doch nicht. Das kann ich dann auch schon gar nicht kompilieren, weil das keine valide Java-Syntax ist. Das heißt, genau, wenn du dich daran erinnerst, ist Java wird ja, der Java-Code wird ja in Java-Bytecode umgesetzt. Und der Java-Bytecode wird dann ausgeführt. Ne? Diese Übersetzung in Java-Bytecode, das ist das Kompilieren. Und Kompilierzeit ist dann ja da, wo man kompiliert. Ne? Und dann hinterher, wenn man Java-Bytecode auf der Java-Virtual-Machine ausführt, das ist dann die Laufzeit. Oder Run zur Laufzeit fliegt. Und da bei den Checked Exception wird ja zur Kompilierzeit schon überprüft, ob die irgendwo behandelt werden. Ne? Deswegen Exception, dann Runtime Exception, weil die ja nicht beim Kompilieren überprüft wird, ob die behandelt wird. Deswegen heißt die Runtime Exception. Runtime zu Deutsch Laufzeit. Mhm. Ja. Okay. Ja, da ist immer noch die Idee offen. Wie genau funktioniert der Operator gleich bei Objekten? Das glaube ich jetzt auch ziemlich schnell erklärt bei dir. Wir haben jetzt noch gar nicht überschreiben und verdecken gemacht. Jetzt ist es schon wieder unstable hier. Hörst du mich noch? Ja, ja, bist auch da. Okay, gut. Dann sagt er das einfach nur so. Gut. Wie das Vergleichen von Objekten? Ich glaube, das können wir am besten mit String machen, oder? Jo. Okay, jetzt bist du wieder weg. Ah. Da bist du wieder. String A gleich. Ich habe auch ein LAN-Kabel, aber das funktioniert auch nicht so richtig. Ich könnte auch auf LAN wechseln, das können wir mal probieren, aber da habe ich irgendwie nur 8 Mbits oder so. Ja, passt schon. Weil das Devload-Ding auch nicht so gut ist. Ja, okay. Gut. Machen mal zwei Strings, A und B. Den weisen wir beide den Name Hello zu. Das sind ja jetzt auch Instanzen. Also das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen so wie New String, Hello, ne? Kann man tatsächlich, glaube ich, auch haben, sollte man nicht. Ne? Aber das sind ja jetzt auch neue Instanzen. Ne? Strings sind auch Instanzen. Klasse String. Wir haben hier zwei Instanzen. Die erste hat den Wert Hello, die zweite hat den Wert Hello. Sind aber zwei, sind zwei verschiedene Instanzen. So, wenn man auf Objekten gleich macht, dann vergleicht man die Instanzgleichheit. Gucken wir doch mal, ob das hier der Fall ist. Wird jetzt auch interessant, weil ich bin mir auch nicht so sicher, ob das der Fall ist oder nicht. Das ist nämlich jetzt, das ist jetzt Glückssache, ob da true oder false rauskommt. Je nachdem, wie Java optimiert, glaube ich. Okay, da kommt tatsächlich false raus, true raus. Das ist nicht false. Kommt es auch nicht raus. Ne? Also, ich mache das einfach jetzt mal auch hier auch so. Wir haben zwei Strings, die sind beide Hello, aber der sagt, die sind nicht gleich. Genau, also was haben wir, der sagt ja auch, der meckert schon ohne Ende hier. Ne? Was haben wir ja eigentlich gemacht? Wir haben überprüft, ob das die gleichen Instanzen wären. Sind. Wenn wir jetzt das hier gemacht hätten, dann wäre das auch okay gewesen. String A gleich B, ne? Dann sind es die gleichen Instanzen. Das ist zweimal diese Instanz hier. Ne? Dann richtig true. Aber wenn hier eine zweite Instanz von String, das ist ein komisch, das funktioniert, sonst erkennt Java zweimal das gleiche Instanz. Überprüft die Instanz gleich. Genauso bei Integer, also bei den ganzen Wrapper-Klassen, muss man hier sehr, sehr aufpassen und möchte nämlich auf Inhaltsgleichheit prüfen, also auf Wertegleichheit. Und dafür benutzt man diese Equals-Methode. Da kommt jetzt auf jeden Fall True raus. Ne? Weil hier überprüft er die Werte, ist
der Inhalt davon das gleiche wie der Inhalt davon. Hier überprüft er sozusagen die Referenzen. Wir hatten das ja, dass das eigentlich alles nur Referenzen sind auf irgendwelche Objekte im Heap. Ne? Wenn man hier so Instanzen hat, sind es nur hier Referenzen. Hier überprüft er die Referenzen und ob das die gleichen Instanzen sind. Und das muss nicht immer der Fall sein, zum Beispiel bei Strings. Es ist jetzt so, dass wenn man hier nicht New String schreibt, wie wir das gerade hatten, dann tut Java das Optimieren im Hintergrund und benutzt hier die gleiche Instanz, aber das muss nicht der Fall sein. Deswegen, wenn wir Strings oder Objekte vergleichen und deren Inhalt vergleichen wollen, dann sollten wir immer die Equals-Methode, die gleichen Instanzen sind. Wenn wir natürlich jetzt eine eigene Klasse haben, ne, also wenn wir jetzt, eine Klasse Person haben, muss ich gleich wieder Static vorschreiben, also wenn wir jetzt eine Klasse Person haben und die hat vielleicht einfach String Name und was kann die noch haben? Int Matrikelnummer. Dann können wir hier auch zwei Personen erstellen. Ne? New Person. Achso, jetzt haben wir das natürlich nicht als als müssen wir jetzt A. Ach, das habe ich in String gespeichert. Okay. Das ist natürlich falsch. Matrikelnummer gleich 12. A. Name gleich Max. Genau. Okay. Dann dupliziere ich das Ganze einfach nochmal. Dann haben wir noch Person B. Die hat auch Matrikelnummer 12 und auch Max als Name. Und jetzt können wir auch nochmal gucken, sind die gleich? Nein, weil wir haben überprüft, ob das die gleichen Instanzen sind. Das sind nicht die gleichen Instanzen. Hier haben wir ja new aufgerufen und hier auch. Das heißt, wir haben zwei Instanzen erstellt. Das sind nicht die gleichen. Ne? So, wenn wir jetzt möchten, bei Objekten, die wir selber erstellt haben, dass hier wirklich auf Gleichheit, also auf Inhaltsgleichheit überprüft wird. Lalalala, generieren. Dann brauchen wir eine, ich mache die Hashcode mal weg, dann brauchen wir eine Equals-Methode, die einfach true zurückgibt, wenn das Objekt, in dem wir uns gerade befinden, gleich, wenn das nicht der Fall ist. Da gibt es hier ganz viele Checks, kann man sich auf eine IDE über generieren lassen. Hier überprüfen wir jetzt auf beide Felder, ob beide Felder hier gleich sind. Bei dem Beispiel könnten wir wahrscheinlich sagen, okay, eigentlich brauchst du doch nur überprüfen, ob die Matrikelnummer gleich der Matrikelnummer ist. Ich würde sagen, also wenn die Matrikelnummern gleich sind, die sind ja eindeutig, dann sind das auch die gleichen Personen. Wenn wir das jetzt hier nochmal ausführen, gut, achso, wir haben ja immer noch gleich, kommt natürlich immer noch false raus, ne? Weil das gleich immer noch nur auf die Instanzgleichheit überprüft. Aber wenn wir jetzt hingehen und sagen equals, ja, dann ruft er wirklich hier diese von uns geschriebene Equals-Methode auf, die jetzt überprüft, ob der Inhalt gleich ist. Und dann kommt natürlich, die gleichen sind. Das ist der Unterschied zwischen auch bei, also bei ganz normalen Klassen und vor allen Dingen auch bei Wrapper-Typen, ganz wichtig, ne? String, Integer groß, Double groß, Boolean groß, nicht mit gleich-gleich vergleichen. Schlechte Idee. Kommen witzige Sachen raus, die man nicht erwartet hat. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Je nachdem, wie Java das Ganze optimiert hat. Das heißt, das sind ganz, ganz böse Fehler, wenn man Wrapper-Klassen gleich-gleich vergleicht. Und dann funktioniert Fehler, die man auf keinen Fall haben möchte. Ja. Ja, cool. Dann noch die Frage dazu, ist Equals und Compare to dasselbe? Die machen das Gleiche, nur auf eine etwas andere Art und Weise, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, aber wir müssten Compare to auch implementieren. Also wir müssten das Comparable Interface implementieren und dann eine eigene Compare to Methode schreiben hier, ne? Genau.
Also die wird nicht, wenn ich jetzt die Equals-Methode mache, dann kriege ich nicht automatisch eine Compare-to-Methode, ne? Genau, also Equals ruft, glaube ich, standardmäßig die Hashcode-Funktion auf und vergleicht die miteinander, also die Werte. Und da kann es ja sein, dass zwei unterschiedliche Strings denselben Hashcode ausgeben, warum auch immer. Also da haben wir eine Kollision. Und dann wird es true zurückgeben, wobei, wenn man dieses Compare-to macht, kann das nicht passieren, weil man es ja selbst implementieren muss und deswegen unterschiedliche Strings dann, also je nachdem bei dem Objekt halt den eigenen Vergleich verwendet. Ja, genau, die spannende Frage ist ja, was passiert eigentlich, wenn ich die Equals-Methode nicht selber implementiere? Die Antwort ist, dann macht die das Gleiche wie gleich. Wenn ich die nicht selber implementiere, macht die das Gleiche wie gleich, weil hier steht ja implizit, ihr habt ja in Java alles von Object, also im Prinzip steht das halt hier da. Hier, ne? Alles vererbt von Object und Object hat die. Okay, muss ich hier ausklappen, ne? Guck mal, dann macht das einfach exakt gleich. Das heißt, wenn wir das nicht selber implementieren, dann ne? Exakt das Gleiche. Ah, interessant. Da habe ich jetzt falsch im Kopf. Okay, ja, cool. Genau. Die Hashcode-Methode gibt es auch standardmäßig. Also gibt es natürlich auch in der Object-Klasse. Also das heißt, wenn man die nicht implementiert, das ist also auch wichtig, wenn man mit Hash, wenn man mit Objekte in irgendwelche Hash-Tabellen oder Hash-Maps reinklatschen will, dann sollte man auch vermutlich die Hash-Methode sinnvoll definieren. Was ist denn hier Hashcode? Die macht standardmäßig gar nichts. Ach, die ist nativ implementiert, okay, also die ist in C-Code implementiert. Müsste man sich jetzt hier durchlesen, was die macht, aber die Internetverbindung wieder weg? Nee, bist noch da. Oder bin ich noch da? Ja. Okay. Genau, die macht auch, die macht dann auch einen Hashcode, der ein jetzt ist er weg. Einzigartig ist für diese Instanz, nicht für diesen Wert. Ne? Genau. Das kommt nicht weg. Okay. Ich höre dich noch. Sehr schön. Ich glaube, ein bisschen verzögert. Okay, ja. Aber ich denke, das ist damit ziemlich gut erklärt. Dann machen wir noch die letzten Fragen hier. Dann sind wir auch, glaube ich, zeitlich ziemlich gut dabei. Ist die neue Aufgabe Art Maps und Graphen bewusst hochgeladen? Ja? Nein. Okay. Okay, dann machen wir erst das Counting Sort, weil das schon lange da steht. Noch einmal durch an dem Beispiel. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal. Oder kriegst du schnell erklärt, was der Unterschied zwischen Interface Comparable und Comparator? Kann ich so aus ad hoc nicht sagen, tatsächlich. Ach so, Comparable ist, wenn ich das hier auf der Klasse mache, ne? Also dann implementiere ich in der Klasse, ne? Comparable hier. Und weil ich hier eine Compare-to-Methode, was eine Instanzmethode ist, was ein anderes Objekt mit dem aktuellen vergleicht, ne? Hört man mich da? Ja. Okay. Haben wir das gehört? Jo. Also, Comparable ist, wenn man das, also übrigens hat das noch einen Typenparameter, den sollte man macht meistens das Gleiche, meistens möchte man Personen mit Personen vergleichen können, ne? Nur in Ausnahmefällen vermutlich was anderes. Genau, dann vergleicht man hier diese andere Person mit der aktuellen Instanz, ne? Oder, wenn man jetzt einen Komparator macht, Komparator von Person. Jetzt, das ist ein Interface, das implementiert man jetzt hier nicht in der Klasse selber, sondern einfach irgendwo. Ne? Und das ist ein Interface, das hat eine Methode, das heißt, ich kann hier Lambda machen und da kann ich jetzt einfach zwei Objekte von Person vergleichen. Also O1 und O2 sind beide Personen. Und die kann ich jetzt zum Beispiel
return O1.matrikelnummer minus O2.matrikelnummer. Jetzt habe ich die auch mit Matrikelnummern verglichen, ne? Aber das hat eben halt, und ich kann jetzt übrigens, weil das ja nur eine Zeile ist, kann ich jetzt eine Expression Lambda draus machen. Also ich kann hier die Curly Brackets wegnehmen und das Return. Also so. Ne? Geht eben halt noch schneller. Jetzt kann ich sagen, ich soll nach Matrikelnummer sortieren oder ich kann die nach Namen sortieren. Genau, der Vorteil davon ist, zum Beispiel, achso, das geht natürlich nicht, die kann man nicht Minus nehmen, aber das ist ein String und er hat die Compare-to-Mins-Funktion, da können wir das darüber vergleichen. Ne? Der Vorteil davon ist, wenn ich das, wenn ich also mit, ist das hier die einzige Variante benutze, kann ich also verschiedene Komparatoren erstellen und in verschiedenste Arten vergleichen. Ne? Also ist Komparator ist eigentlich besser, weil man da flexibler ist. Ja. Ja, beziehungsweise Anwendungsfall abhängig. Okay, cool. Alright, dann übernehme ich nochmal kurz. Okay, also Counting Sort. Einmal durchgegangen am Beispiel. Wir haben dieses unsortierte Array. Und genau, wir wollen das am Ende sortiert haben. Dazu brauchen wir zwei Hilfs-Arrays quasi von der gleichen Länge. Und zwar haben die Länge an Anzahl von der Elementen oder des Wertebereichs aus dem Array, was wir sortieren wollen. Also hier oben angenommen haben wir die Zahlen 0 bis 5, die wir sortieren wollen. Deswegen bauen wir einmal ein Array, was quasi diese Werte beinhaltet, also 0, 1, 2, 3, 4 und 5, von der Länge 6 dann, und gehen im ersten Schritt hin und zählen einfach die Anzahl in dem Array hier oben. Ich mache es noch ein bisschen kleiner, damit es besser auf die Folien passt. So, ja, das Fenster ist irgendwie kurz. Egal, also ich glaube, es wird klar. Also genau, wir schreiben quasi dann hier unten in dieses zweite Array rein, wie oft diese Elemente vorkommen. Also wir haben zweimal die 1, einmal hier, deswegen steht an der Stelle, wo das 1, wo die 1 ist hier, die Zahl 2, dann zählen wir, wie oft die 2 vorkommen, an der Stelle hier kein Mal, deswegen 0, wie oft die 3 vorkommen, das ist an der Stelle und an der Stelle. Das heißt, im ersten Durchlauf zählen wir quasi einfach nur das Vorkommen der Elemente. Genau, Schritt 1. Schritt 2 war, dass wir das aufaddieren, das heißt, wir gehen durch dieses neue Array, merken uns eine Summe, also die ist am Anfang 0, rechnen dann, wie oft die 0 vorkommt, also addieren das immer
an der Stelle, wo wir gerade sind. Also 0 plus 0 ist 0 in der am ersten Schritt. 0 plus 2 ist 2. Das schreiben wir dann an die Stelle in dem zweiten Array und merken uns die 2, weil wir schon 2 Elemente gesehen haben bis hierhin im Prinzip. Dann kommen 0 mal die 2 dazu. Wir haben immer noch 2, schreiben das rein. Dann kommen 2 Dreien dazu, die wir vorher ja gezählt haben. Und deswegen haben wir jetzt schon 4 Elemente gesehen. Und die 4 schreiben wir dann an die Stelle von dem Sum-Array im Prinzip. Also im Prinzip ist das hier dasselbe Array, wenn ihr das programmieren würdet. Und ihr überschreibt einfach nur den Wert darin mit dem Wert mit der Summe aus den Elementen, die vorher schon gesehen wurden beim Durchlauf. Also 2 plus 2 sind 4, 4 plus 3 sind 7, 7 plus 1 sind 8. Und so sieht das Array dann im zweiten Schritt am Ende aus. Wir haben 8 Elemente, das stimmt, deswegen ist am Ende auch das 8. Element. So, und dann fangen wir an, das zu sortieren. Wir haben ein finales Array, wo wir das am Ende reinspeichern, was wir sortiert haben wollen, und gehen einfach das Input-Array von Anfang bis Ende durch, gucken uns das erste Element an, das ist eine 1, wissen, dass die 1, also dass diese Stelle hier für die 1 vorher stand, und zählen da quasi nehmen uns die Stelle, die dann in dem Sum-Array am Ende steht, das ist der Index, an den das Element kommt. Genau, also die 1 packen wir an Stelle 2, deswegen kommt die hier hin. Und der wichtige Schritt ist, dass wir, nachdem wir diese 1 besucht haben, diesen Wert in diesem Sum-Array um 1 dekrementieren. Deswegen kommt da eine 1 hin und wir gehen auf das nächste Element im Input-Array, das ist die 3, gucken an die dritte Stelle, da steht die 4 drin. Das heißt, wir schreiben das an die 1, 2, 3, vierte Stelle und dekrementieren das Ganze. Und so wird weitergemacht mit der 5, das steht ganz am Ende. Dekrementieren das. Jetzt kommt die 1 wieder, das kommt an die erste Stelle. Dekrementieren das. Wir haben die 4, das ist das 0, 1, 2, 3, 4. Der vierte Index hier kommt an die siebte Stelle, das ist das, was hier eingefügt wird. Wir machen weiter, die nächste 4 kommt, das wird an die sechste Stelle geschrieben, weil wir es um 1 dekrementiert haben in diesem Schritt vorher. Wir sehen eine 3, gucken, was bei der 3 da steht. Es ist noch eine 3 da. Es kommt an die dritte Stelle und am Ende ist noch eine 4 übrig. Die kommt an die fünfte Stelle. So, und am Ende haben wir dann ein sortiertes Array hier unten und das ist quasi das Counting Sort. Also durchlaufe das Array, merke, wir zählen, wie oft das Element vorkommt. Wir aktualisieren jeden Wert des neuen Arrays mit der Summe davor. Der zweite Schritt, wir summieren von Anfang bis Ende einmal alles auf und schreiben das rein. Machen ein neues Array und speichern dann basierend auf welcher Zahl für dieses Element in dem Hilfsarray quasi drin steht. Das ist dann der Index in dem neuen Array, dekrementieren das um 1 und machen so weiter, bis wir am Ende von dem Initial-Array, was wir sortieren wollen, angekommen sind. Jo, genau, 43, das passt doch von der Zeit super. Die Aufgaben zur Lösung in Artemis lade ich noch hoch, ja. Gut, ich hätte jetzt sonst immer noch das mit dem... Mit dem was? Hört man mich, Christian? Hört man mich? Ja. Okay, also ich hätte sonst noch einmal überschreiben und verdecken. Also habe ich jetzt gerade in die IDE getippt, das Standardbeispiel. Okay. Dann würden wir noch 5 Minuten ziehen, aber das wollten sie ja eigentlich erklärt haben, aber haben wir ja gerade nicht. Man hört dich abgehackt. Ja, jetzt geht's gerade, deswegen schnell. Du musst aber beenden. Achso, du kannst mich nicht überschreiben. Wow. Nee, ich habe keine Rechte. Ah, jetzt geht's. Also ich habe hier einmal das Standardbeispiel, ne? Zwei Klassen erben voneinander. Dann gibt es hier so ein paar Methoden. Die Methode F existiert in beiden. Die Variable A, Exceptions, unstable, super. Gut. Hört man mich noch? Jupp.
gut. Oh, ich muss mal was überlegen. Und dann G gibt es nur in A und H gibt es nur in B. Ne? So, wenn wir jetzt einen statischen Typ A und dynamischer Typ A haben, ist uninteressant. Ne? Wenn wir A aufrufen, gibt es das, wenn wir F aufrufen, gibt es das. Weil A hat ja auch keine, also kann da kein H aufrufen, das sollte relativ klar sein. Ne? Interessanter wird es B dynamischer Typ B, B dynamischer Typ B, statischer Typ B und dann noch zwar erstmal, wenn wir einfach bei B die F aufrufen, dann ist das innen. Ist die Frage, welche von beiden wird aufgerufen? Bei überschriebenen Methoden hier der dynamische Typ entscheiden. Das heißt, wir hatten ja jetzt hier gut. Das heißt, das wird die Methode sein, ne? Okay, das ist bei BB schon vielleicht auch ein bisschen einleuchtender. Bei A.F wäre das aber das Gleiche. Hier wird diese Methode aufgerufen, ne? Bei beidem. Weil bei beiden ist hier der dynamische Typ B. Ne? Bei überschriebenen Methoden, das sind also solche Methoden, die in beiden existieren, da wird die Methode des dynamischen Typs aufgerufen. Ne? Und wichtig, beide auch gleiche Parameterliste, weil sonst wäre es ja nicht überschrieben, sondern überladen. Ne? So. Genau, dann ist noch die Frage, ja gut, das, na, eigentlich ist das gar nicht interessant, die existiert ja nur hier, das ist ja eigentlich schon relativ klar. Nee, was ist denn mit der Methode G? Das wäre noch die Frage. Nee, doch, der Methode H, sorry, jetzt habe ich mich selber. Genau. Was mit der Okay, jetzt ist er rausgeflogen. Wir machen das noch als Video und laden das auf YouTube hoch. Dann ist es auch nicht so abgehakt, weil es ist ja wieder viel gerade untergegangen, was wichtig wäre oder war, um zu verstehen. Okay, einfach auch zeitlich bedingt würde ich sagen, machen wir hier Schluss für heute und auch für das Jahr. Danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, frohe Weihnachten. Macht das Beste draußen, guten Rutsch und wir sehen uns am 11., glaube ich, geht's weiter. Ist ein Montag. Genau. Falls ihr Fragen habt, schreibt eine E-Mail. Und ich wollte noch sagen, ich mache da jetzt vielleicht einmal noch kurz, mein Internet ist irgendwie nicht zu gebrauchen, aber ich suche mir besseres Internet und dann würde ich hier nach noch Lernbetreuung machen. Also falls jemand Fragen zu den Übungsaufgaben hat. Ah ja, cool. Genau, also wer möchte, kann dann einfach in Alex Zoom-Raum. Ich glaube, ich brauche noch 15 Minuten, um mir irgendwo einen Ort zu finden, wo das Internet okay ist. Und dann, ja, genau, da gibt es ja einen Zoom-Raum, ja, von der Lernbetreuung. Okay, cool. Vielleicht können wir uns da auch mal einen angucken, der gerade bei der Probeklausur das nicht geöffnet bekommen hat. Ja, also. Ich migriere dann gerade nach Hause und dann bin ich auch dabei. Ah, cool. Ja, dann. Super, alles klar. Dann für die, die wir nicht mehr sehen, macht's gut, bis im neuen Jahr und alle anderen, bis gleich. Ciao.